Chaos bei der Bahn. Am Wochenende ging mal wieder gar nichts. Sitzplatz ist weg, Zug fällt aus. Jetzt müssen wir halt Alternative suchen. Ah, Sabotage! Das wirft natürlich die Frage auf, wenn es die Bahn nicht selber war, wer war es denn dann? Es wird ermittelt. Deutlich länger noch dürfte die Suche nach den Tätern dauern, die offenbar mit großer Fach- und Ortskenntnis gleich zwei unabhängige Kommunikationssysteme der Bahn zerstört haben. Wie die Medien jetzt spekulieren, wer wie dafür verantwortlich gemacht wird und wen AfD und Michael Wendler verdächtigen, jetzt. Deutlich länger noch dürfte die Suche nach den Tätern dauern. Bahnverkehr, das, was Trainspotter im Darknet suchen. Am Samstagmorgen ist bei der Bahn die Kommunikation ausgefallen. Die Folge? Aus Sicherheitsgründen mussten sämtliche ICEs, ICs und Regionalbahnen im Norden warten. 3 Stunden lang war der Zugverkehr eingestellt. Das hat viele Fahrgäste in die endgültige Resignation getrieben. Ich gehe jetzt in die Sonne. Irgendwann heute Abend werde ich zu Hause sein. Die Sonne ist übrigens die versiffte Kneipe um die Ecke. Und ihr wart auch betroffen. Den Leipziger Hauptbahnhof kenne ich seit Samstag deutlich besser, als mir lieb ist, hat Jonis Fotos geschrieben. Aber Joni, der Leipziger Hauptbahnhof, der ist doch echt schön. Und da gibt's so viele Läden. Allein im Nanunana kann ich Stunden verbringen und Leute beschimpfen, die da was kaufen. Samstagmittag gab die Bahn dann den Grund für den Ausfall bekannt. Sabotage. Laut Bundespolizei haben Unbekannte parallel 2 Kabel durchtrennt. Eines in Berlin und eines bei uns in Herne. Diese beiden Kabel dienen der Kommunikation und sind für den gesamten Bahnverkehr unverzichtbar, weil die Züge können dann nicht mehr mit den Leitstellen kommunizieren und bekommen dann keine Anweisungen mehr von den Leitstellen, die sie aber dringend benötigen. Sagt der Mann, der auf dem Monopoly-Spielfeld alle 4 Bahnhöfe und nichts anderes besitzt. Die Täter waren offenbar bestens über das Kommunikationssystem der Bahn informiert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing vermutet, diese Tat ist nicht zufällig passiert. Insofern gehen wir sicher von einer vorsätzlichen Tat aus und auch einem gezielten Sabotageakt. Muss man wissen. Ja, wissen wir ja. Und okay, wer war's denn jetzt? Es hilft nichts, jetzt in so einem frühen Stadium der Ermittlungen zu spekulieren. Klingt vernünftig. Aber auch langweilig. Deshalb stochern Medien ordentlich rum und befragen wie wild Expertinnen und Experten. Zum Beispiel von der AG Kritis, der Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur. Ein sehr verdächtig neugieriger Moderator will wissen, braucht man für so einen Anschlag spezielle Fachkenntnisse oder könnte im Prinzip jeder so eine Tat ausführen? Na, zunächst braucht es die Motivation, das wirklich zu tun und auch die Energie, es wirklich auszuführen. Und dann kann man gezielt recherchieren und dann eben gezielt zuschlagen. Das geht sehr einfach. Bis jetzt ist über die Täter nichts bekannt. Aber was glaubt denn der Experte von Proban? Ja, beantworten Sie Philipps Frage. Das waren die Aktivisten von der Anibahn. Die wollen nicht, dass die Walulis-Abos zu den armen Leuten im Norden kommen. Die Walulis habe ich sogar abonniert. Das solltet ihr auch. Ja, genau. Schreiben Sie es bitte auf. Tja, aber die Ermittler haben immerhin eine wichtige Erkenntnis. Der Staatsschutz in Bochum geht von einer politisch motivierten Tat aus. Spannend. Das finden auch die Medien und reiten drauf rum. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sagt, die Deutsche Bahn sei ein symbolisches Ziel. Für ihn ist deshalb klar, dass es sich um eine Tätergruppe, einen Täterkreis handelt, der das öffentliche Leben in Deutschland stören oder man könnte auch sagen sabotieren möchte. Mit anderen Worten, niemand weiß wirklich irgendwas, aber alle spekulieren. Und logischerweise haben auch wir eine Theorie. Terror, Unfall, Sabotage, Walulis Daily-Reporterin Delila ist sicher, das war ein Insider. Max Maulwurf, 28 Jahre lang treues Maskottchen der Bahnbaustellen. Doch dieses Jahr aufs Abstellgleis abgeschoben. Mit diesem hämischen Tweet. Mach's dir gemütlich, Max. Zu viel für das Maskottchen? Wir waren vor Ort. Trauen Sie Ihrem Nachbarn Max Maulwurf ein Verbrechen zu? Nee, also der Max, der kann das gar nicht gewesen sein. Der sieht doch so schlecht. Aber fragen Sie ihn doch am besten selbst. Da hinten läuft er. Herr Maulwurf! Herr Maulwurf! Herr Maulwurf!
Herr Maulwurf, was sagen Sie zu den Anschuldigungen? Wer hinter der Sabotage steckt, weiß niemand. Die AfD hat aber eine heiße Spur. Die hatte am Samstag nämlich eine Großdemo in Berlin. Sie haben sich auch von diesen seltsamen, großflächigen Zugausfällen nicht abbringen lassen, heute hier herzukommen. Ja, das ist korrekt, aber die Demonstranten sind ja auch immerhin direkt mit der Reichsflugscheibe gekommen. Für viele AfD-Anhängerinnen und Anhänger ist der Fall glasklar. Die Sabotageaktion wurde nur durchgeführt, um die Partei zu ärgern. Diese Bahn wurde genutzt, um auf eine patriotische Kundgebung in Berlin zu gelangen. Linke hätten ein Interesse daran, Patrioten nicht auf die Demonstration gelangen zu lassen. Was? Ja, also, die Linken sind einfach ein sehr dankbares Feindbild. Ausgeschlossen ist die Theorie natürlich nicht, aber dass kein Bekennerschreiben bekannt wurde, spricht gegen Täter aus der linksextremistischen Szene, die in der Vergangenheit Anschläge gegen die Bahn verübten. Andere Parteimitglieder wittern eine noch größere Verschwörung. Zum Beispiel AfD-Chefkoch Gunnar Lindemann. Die AfD organisiert eine Großdemo am 8.10. in Berlin und der Staatskonzern DB stellt ausgerechnet dann den Zugverkehr nach Berlin großflächig ein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Die Regierung lässt in Berlin und NRW Kabel kappen, damit einige Leute weniger zur Demo kommen. Spannende Theorie. Finden auch andere auf der Veranstaltung. Das heutige Politbüro hat heute die Störung des Bahnverkehrs befohlen. Und der Staatskonzern gehorchte. Deshalb komme ich ja leider auch etwas später. Richtig. Der böse Schurkenstaat möchte die Opposition zerstören, indem er ihre Anreise um ein paar Stunden verzögert. Und das war noch nicht alles. Echsenmenschen haben mich zu Hause überfallen und den ganzen Zuckerguss vom Kuchen geschleckt. Der schmeckt doch dann gar nicht mehr. Und auch Team Telegram hat sich Gedanken gemacht. Zum Beispiel Geschäftsmann und gute Laune-Schwurbler Friedemann Mack. Vielleicht hat man da dann der Antifa noch ein paar Profi ja, Kabeldurchtrenner zur Seite gestellt und gesagt, euch macht ihr das mal nicht alleine, wir schieben an. Ja, laut Mack war es die Antifa. Und auch der Wendler lässt es sich nicht nehmen, mal wieder ein paar rhetorische Fragen ins Netz zu stellen. Waren es Unbekannte oder Agenda-Aktivisten? Die Antwort sollte klar sein. Eher nicht. Guten Abend. Ja, denn was zum Teufel sind denn überhaupt Agenda-Aktivisten? Und dann gibt's da noch die Russland-Theorie. Sicherheitsexperte Peter Neumann findet: Russland hat schon ein Interesse daran, in Europa Panik zu verursachen und zu signalisieren, auch wenn es nicht zu einer langfristigen Stilllegung dieser Infrastrukturen kommt, zu signalisieren, dass es ganz heftig das Leben lahmlegen kann in westlichen Gesellschaften, wenn es das möchte. Die Russen waren's. Aber Putin hätte das doch nie ohne Hilfe geschafft. Oh, und gerade letzte Woche gab es einen ungewöhnlichen Staatsbesuch. Von Pavel Kabel, dem Serienmörder aus Nischni Nagarod. Tja, Markus, was glaubst du, wer es war? Ist doch egal. Weil? Aber der Leipziger Hauptbahnhof, der wurde hier vernannt in unserer Sendung. Der ist so schön. Warum hat der Joni nicht gefallen? Hier zeigt man ein Bild. Der wurde 2011 zum Bahnhof des Jahres gekürt. Und bei seiner Eröffnung als Kathedrale des Fortschritts gefeiert. Das ist ein Privileg, in so einem Bahnhof sabotiert zu werden. Vielen Dank für diese Einschätzung. Was denkt ihr? Wer war's? Oder ist euch das alles egal und ihr geht jetzt noch auf einen Pilz? In die Sonne. Guten Abend, liebe Zuschauer. Den Abo-Button in Fahrtrichtung rechts in unserem Videobistro zwischen der ersten und der zweiten Klasse finden Sie ein Video von unserem Kanal und darunter von Atlas. Iran, die brutale Ideologie der Moralpolizei.